Mensch, das geht ja gar nicht, das mit dem Rebholz. Ein Dschungel ist das. Und jetzt darf ich alles so klein schneiden, oder wie? Geht ja gar nicht. Wenn ihr weiter schauen wollt, was passiert und ob ich das wirklich alles von Hand schneiden muss, schaut zu. Dieses Rebholz, das nervt, meine Güte. Ich habe eigentlich gedacht, dass Andi das alles zusammengenommen hat. Zuerst einmal guten Morgen zusammen. So fängt der Morgen immer gut an. Es ist Mittwoch, der 14. März. Das Wetter ist ganz schön und ich habe mir gedacht, ich gehe noch schnell ein bisschen in die Reben. Ich mache noch etwas. Aber jetzt muss ich zuerst Andi anrufen und sagen, das geht so nicht mit diesem Rebholz. Ja, hallo Andi. Du, kannst du bitte mal schnell in die Reben kommen? Das Rebholz, das liegt da total wirrwarr rum und ich stolpere jedes Mal. Und kannst du bitte mal das Zeug wegmachen? Mhm. Mhm. Okay. Gut, tschüss. Also, Andi ist auf dem Weg. Er kommt zu mir und hat gesagt, er erklärt mir jetzt, wie das mit dem Rebholz geht. Ja, komm, bis später. Tschüss. Hallo! Hallo! Ich komme und rette dich. Was ist jetzt nicht gut mit dem Rebholz hier? Oh, das ist alles im Weg! Ja, das muss so sein. Das gehört im Rebberg. Komm, ich zeig dir mal, wie es geht. Das Holz bleibt im Rebberg. Wir nehmen es nicht zusammen von Hand. Das bleibt hier im Rebberg, denn das ist eine gratis Energie von der Natur. Das sind Kreisläufe, wenn das Holz im Rebberg bleibt. Das Einzige, was wir noch machen, wir machen das Rebholz klein, aber nicht von Hand. Und ich zeige euch ein Beispiel hier. Das ist das kleine Bodenprofil vom Oberboden, vom Humusschicht. Und hier sieht man, das ist das Rebholz von 1 Jahr und weiter unter von 2 Jahren. Das ist ganz wichtig, die Grobstrukturen. Da haben die Lebewesen Freude, die Bakterien und die Pilze. Und das gibt dann Humus. Aus diesem Holz gibt es Humus. Und das ist diese dunkle Schicht. Das ist ein Dschungel hier. Die Wurzel, die Pilze und das Holz vom Rebberg. Hier hat es noch mehr Holz. Das gibt es einen richtig schönen, guten Boden. Uns sind geschlossene Kreisläufe wichtig, denn so müssen wir keinen Düngerzusatz kaufen. Wenn wir was düngen müssen, dann düngen wir mit unserem eigenen Stroh. Und wir haben mal einen Film darüber gemacht. Mhm. Könnt ihr nachschauen hier oben? Das ist verlinkt hier oben. Ja, und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Rebholz klein machen. Und das ist immer was ganz Tolles, Lautes und Maschinen. Maschinen. Oh. Das gefällt mir. Also gehen wir Maschinen bauen. Bei einem schönen Wetter macht die Arbeit gleich doppelt so viel Spaß. Mit der Arbeit bin ich eigentlich zufrieden. Man sieht ganz gut, es ist geschnitten, die Triebe sind kurz geschnitten. Herrlich! Das Gras ist geschnitten, das Holz ist klein gehäckselt
man fällt nicht mehr um und die Tiere und der Boden, die haben auch wieder was zu fressen. Der Zeitpunkt, um das Rebholz zu mulchen, ist jetzt optimal. Das Jahr hat gestartet, das Gras und die Blumen im Rebbeck sind nicht zu gross, also man macht es nicht kaputt. Und der Boden wird warm und ja, die Viecher, die Tiere im Boden haben jetzt was zu fressen und die freuen sich jetzt darum. Endlich essen! Das ist uns schon wichtig, dass der Boden sich selber ernähren kann, sich selbst erhalten kann und nur im Notfall, wenn es nötig ist, werden wir zufüttern, das kann man so sagen. Ja, und selbst dann wieder mit den eigenen Ressourcen, die wir haben. Ja, mit den eigenen Ressourcen haushalten. Habt ihr eigentlich gewusst, dass im Boden, also im Humus, mehr Lebewesen gibt, also Kilogramm Lebewesen, als Kilogramm Rind auf der Weide? So macht das Arbeiten richtig Spass bei diesem Wetter. Ja, Maria Käfer. Vergiss nicht, letzte Woche haben wir noch den Film gemacht, für die Magenflasche zu gewinnen. Ihr habt noch eine Chance. Der Pott ist noch offen. Auf jeden Fall. Ja, nützt die Chance. Genau, schreibt in die Kommentare, wenn ihr so eine Flasche wollt. Und die nächste Woche, haben wir ja gesagt, machen wir die Verlosung. Genau, das ist so, die Verlosung kommt bald. Dann müssen wir eine große Flasche verschicken und ja, bin echt gespannt, wer das gewinnt. Ja, ich auch. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ihr wisst ja, abonnieren, liken, teilen unbedingt und die Kommentare. Und natürlich dürft ihr auch ein Glas Wein trinken zwischendurch. Auf jeden Fall, das soll ja schließlich gesund sein, oder? Also, mir tut's gut. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Viel Spaß im Glas und sagen Tschüss! Es wäre wieder mal Apero-Zeit. Ja, genau. Halleluja. Saisonbeginn. Oh, es gibt nichts Schöneres als Apero. Ein Glas Weißwein, ein bisschen Nüsse, diese Gemüse, Dips und alles, was dazugehört. Das ist super fein.